herrschte. Und da spüren wir heute einen Hauch von Olympia. Drüben in Vancouver beginnen ja gleich die olympischen Abfahrtsläufe. Und das hat unseren Kollegen Christian David heute so kribbelig gemacht, dass er sich seine Skier geschnappt hat und ins oberbergische Morsbach gefahren ist. Auch da liegt noch Schnee und das nicht zu knapp. Eine Flutlichtanlage gibt es da auch. Und wenn Christian da tatsächlich eine Medaille gewinnt, dann weiß er auch, wo er sie feiert. Komm, hol das Lasso raus, wir schielen Cowboy und Indianer. Wir reiten um die Wette, ohne Rast und ohne Ziel. Herzlich willkommen zum Après-Ski im Oberbergischen. Also da können wir doch absolut mithalten, oder? Mit den Partyhochburgen in den Alpen. Und es schneit schon den ganzen Tag. Die Skiabteilung des TuS Waldbröl gibt alles. Wann habt ihr das letzte Mal so einen Schnee gehabt? Soweit ich mich erinnern kann, war das im Jahre 1978/79. Da haben wir diesen Lift aufgebaut und dieses Glück gehabt, dass wir 6 Wochen ununterbrochen Ski und Schnee und Skilaufen hier konnten. Das war in der Zwischenzeit nie wieder der Fall. Dieses Glück haben wir jetzt auch wieder. Hier die Après-Ski-Bude. Aber wir waren natürlich auf dem, wie soll ich sagen, auf dem Monte Morsbach heute natürlich unterwegs. Ein Viertelkilometer den Berg runter. Und das wollen wir Ihnen jetzt mal zeigen. 250 Meter bergab warten jetzt darauf, von uns bezwungen zu werden. Und Andrea, die Buckel hier vorne sehe ich, da müssen wir irgendwie durch. Und dann kommt ja das Hindernis. Dann kommt ein Hindernis, dann kommt ein Sprung. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in Rücklage geraten. Ja, und dann geht's schön weiter und gemächlich bergab. Laufen lassen bis zur Après-Ski-Bude. Genau. Ich fahre dir hinterher. Und ihr kommt mit, ne? Ja. Ja, okay. Andrea sagt dann noch, Achtung. Der Sprung, aber ihr kennt es ja, ihr wohnt ja hier. Okay, okay, jo. Es mag ja vielleicht manche geben, die sagen, ach, dieser Hang, der hat es nicht so richtig in sich. Was entgegnest du denen? Naja, im oberen Bereich haben wir immerhin ein paar Buckel drin. Da ist das schon nicht so ganz einfach. Da muss man schon gucken, wie man da längs kommt. Im unteren Bereich kann man laufen lassen, aber zum Trainieren, für die Berge, für die großen Touren, immer noch gut. Oh. Man ist relativ schnell unten, aber man kriegt schon ein Gefühl von Skifahren, ne? Auf jeden Fall. Also wir sind ja eben auch noch ein bisschen durch den Tiefschnee. Also das war schon so ein tolles Gefühl. Da kann man nicht meckern. Das ist das eine, dass wir den Hang hier runter gedüst sind. Aber es gibt auch, wie sich das für ein Skigebiet gehört, auch einen richtigen kleinen Skikindergarten oder Skiunterricht. Eine Skilehrerin, noch eine Skilehrerin, Karin. Das gucken wir uns auch mal an. Da tanzt ihr so schön im Kreis rum. Warum habt ihr das gemacht? Wir singen da das Fliegerlied, um uns warm zu machen. Und das kennen die Kinder alle und da machen die gerne mit. Und dann sind sie warm und dann kann es losgehen mit dem Skikurs. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Vorstufe, wenn man dann wirklich so einen richtigen Skiurlaub dann fährt, oder? Auf jeden Fall. Die Kinder lernen hier unheimlich viel. Und wenn sie dann in den Alpen sind, dann geht es richtig zur Sache. Und dann haben die viel mitgenommen schon von hier. Und wir können melden, es liegt absolut genug Schnee. Und Kosten für den Tagespass? Für die Kinder bei 4 Euro, für Jugendliche bei 5 Euro und Erwachsene für 10 Euro. Die Tageskarte für alle Lifte, für den kleineren und für den größeren. Eine Gondel oder ein Sessellift ist nicht dabei, aber dafür zwei Schlepper und es macht auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Ja. Mal gucken, vielleicht fliegt die Kuh auch am Wochenende wieder. Oh, wir sind bereit. Ja. Haben wir noch irgendwas zum Schluss, damit man mal merkt, was für eine Stimmung hier herrscht? Können wir noch irgendwas singen? Vielleicht auch was für Sie am Wochenende. Ja, danke an die Skifahrer in Morsbach, danke Christian. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht.